Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Was will ich heute wieder von euch? Heute habe ich was für euch zum Thema Motivation. Ich laufe nicht auf Kohlen, ich verbrenne mir nicht die Füße, ich mache hier auch kein Hulle-Gulle, was weiß ich was, sondern ich versuche auf meine Art euch ein bisschen was zum Thema Motivation näher zu bringen. Dadurch, dass ich natürlich schon sehr, sehr lange in der Beratung arbeite, habe ich immer Folgendes. Und zwar Folgendes, was ich immer wieder weitergeben muss, wo ich versuchen muss, die Menschen zu motivieren. Im Bereich der Bewegung seid ihr alle tipptopp. Die meisten ziehen ihr Training durch, warum? Weil es einen riesen Spaß macht, ins Fitnessstudio gehen, draußen laufen zu gehen, Mountainbiken zu gehen, was auch immer zu machen, funktionalen Kraftsport zu betreiben, Austausch, weil es macht euch einen riesen Spaß, weil ihr nach dem Training natürlich eine gewisse Befriedigung habt, ihr fühlt euch wohl, ihr habt was für euch getan. Deswegen steht immer in meinem Verlaufsanamnesebogen bei meinen Kunden nach 6, 8 bis 10 bis 12 Wochen steht im Bereich des Trainings, wie war es? 100% umgesetzt. Super, hat Spaß gemacht, bin voll dabei, toller Trainingsplan, motiviert mich ohne Ende, hurra. Und drunter kommt die nächste Zeile und das ist die Zeile der Ernährung. Was steht da drin? 40, 50 oder 60% von 100% Vorgabe. Oben drüber steht 100%, manche sogar 110%, weil sie mehr gemacht haben. Und drunter, in der Regel sehe ich da fast nie die 80, 90 oder sogar 100%. Bei ganz, 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 ganz wenigen. Woran liegt das eigentlich? Woran liegt dieses Problem? Das ist ganz einfach. Ihr tut euch sehr schwer im Bereich der Ernährung. Klar, ihr habt euch davor ein ganzes Essverhalten gehabt. Das hat euch natürlich Flow gegeben, Glücksgefühle für Süßigkeiten, alle möglichen Zeugräume, was ein Körper braucht. Deswegen seid ihr aber immer gelandet. Und jetzt kommt dieser Herr Mr. T und sagt, ich soll gesunde Sachen essen. Ich soll dreimal am Tag essen. Zu ungefähr ähnlichen Zeiten. Dann muss ich mir das Essen auch noch richten, weil es gibt es ja nirgends zu kaufen. Das ist ja auch noch anstrengend. Puh, das kostet mich ja auch noch Mühe. 7-mal die Woche. 3 Mahlzeiten am Tag. Mein Gott, jetzt muss ich schon wieder Tomaten schälen. Mein Gott, jetzt muss ich schon wieder Vollkornbrot essen. Mein Gott, jetzt muss ich wieder einen Vollkornnudelsalat essen. Mein Gott, jetzt muss ich schon Müsli essen. Mein Gott, jetzt muss ich schon wieder Omelette essen. Mein Gott, jetzt muss ich schon wieder Fisch essen. Das ist alles so anstrengend. Und genau das ist der Fehler. Genau hier hakt's. Ihr macht euch selber schwer. Oh, warum macht ihr es schwer? Ganz einfach, weil ihr das Ganze programmiert in eurem Kopf als anstrengend. Das ist nicht anstrengend, sondern das ist was Gutes für euch. Ihr müsst es anders ankern. Ihr müsst es positiv ankern. Ihr müsst euer Gemüse mit einem Grinsen im Gesicht aufschneiden. Ihr müsst euer Fleisch anbraten, euren Fisch anbraten, euer Tofu anbraten mit einem Lächeln im Gesicht und sagen, jawohl, ich tue das für mich, mir tut es gut. Ich fühle mich wohl. Ich habe direkt nach ein paar Wochen ein saugutes Biofeedback. Mein Körper schreit, hurra, mir geht's gut, ich bin vital, ich sehe anders aus, der Spiegel schreit, mein Gott, du siehst blendend aus. Und genau das ist das Problem bei euch. Ihr bewertet das Ganze falsch, ihr bewertet das negativ. Jetzt muss ich schon wieder essen, jetzt muss ich schon wieder mein Gemüse richten, jetzt muss ich schon wieder kochen. Das ist ja alles so anstrengend. Das ist nicht anstrengend, das ist gesund. Und genau dahin müsst ihr kommen. Ihr müsst genau dahin kommen und sagen, jawohl, mir macht das Spaß. Ich fühle mich wohl, mir geht es gut. Ich mache es gerne. Es ist toll, was Gesundes zu essen. Und wenn ihr diesen Standpunkt erreicht habt, dann gebe ich euch 2 Daumen. So geht mir schon seit über 20 Jahren. Ihr fühlt euch wohl, ihr seid vital. Ihr könntet Bäume rausreißen. Hören wir uns nur ganz kleine Bäume, meine Bäume ganz groß. Da wollen wir hin. Das müssen wir erreichen. Und genau deswegen gibt es Mr. T, der hilft euch dabei. Wenn ihr nicht mehr weiterkommt, ganz einfach bei YouTube Kanal abonnieren, bei Facebook. Meine Fanseite bekommt jede Woche umsonst. Social Network bekommt ihr die besten Infos zum Thema. Was wollen wir mehr? Mr. T hilft euch. Bis dahin macht's gut und wenn ihr nicht weiterkommt, fragt einfach mich.